kryptischer Grabstein. Ich glaube, es gibt selten eine Mission, die den Namen so sehr verdient hat wie die hier. Ich habe die Mission schon einmal angespielt und wollte sie aufnehmen. Das ist so ein Desaster geworden, dass ich das aus reinem Ehrgeiz löschen musste, denn ich will die schaffen. Und glaubt's mir, das ist verflucht schwer. Ich habe keine Ahnung, wie ich die schaffen soll. Aber ich möchte nicht aufgeben. Sie ist wirklich schwer. Und ich könnte sie auch als unmöglich bezeichnen. Aber ich will und will und will das schaffen. Und deshalb gebe ich jetzt nicht auf. Und werde es einfach weiter probieren. Ich habe eine Begegnung gehabt, die mich gleich zu Beginn völlig auseinandergenommen hat. Und der Begegnung möchte ich dieses Mal nicht so unvorbereitet entgegentreten. Weshalb ich jetzt sehr, sehr vorsichtig vorgehe. Ausnahmsweise mal. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich das komplett lösen soll. Gehen wir mal hierher. Seid nicht erstaunt. Die Meld, ehrlich, die Meld sind wir in der Runde so egal. Genau, die Herren und Damen waren's. Von dem Ding machen. Seine Bewegungen sind so unbestimmt. Hä? Warum triffst du? Das soll der. Wow. Die Dinger. Mögt ihr euch an die erinnern? Die sind hässlich. Und genau die haben mich auseinandergenommen. Machen sie jetzt auch wieder. Okay. 65, 45, 65. Versuch doch mal bitte den hier auszuschalten. Oder Moment mal. Nee, der hat einen Feldposten. Nee, gar nicht überlegen. Nicht überlegen. Und du triffst sogar. Du hast 58, 78. Es wäre natürlich schon interessant, den zu treffen. Komm, so viel kann der doch gar nicht heilen. Versuch's bitte. Der trifft nicht mit 78%. Er trifft nicht mit 78%. Ich seh's zum Schreien. 40, 60. Also, ich weiß, dass er mit 40 kaum treffen wird, aber wir probieren es jetzt trotzdem. Oder wir probieren es mit der Pistole. Was macht die Pistole bei dir? Schaden? Bis 2, okay. Schade. Müssen wir uns tatsächlich leer schießen? Die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist nicht vorhanden. Eigentlich 0. Okay, er trifft. Wow. Irgendwie kommt es mir im Moment so vor, als würde mich das Spiel entschädigen wollen für den Vorfall, den es davor gab. Das ist ja unglaublich. Wenn du jetzt auch noch triffst. Ich bin sprachlos. Ich bin völlig sprachlos. Sie treten den Rückzug an. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen jetzt echt im Moment die Worte. Das ist unglaublich. Ich kann fast nicht glauben, dass ich das gesehen habe. Und den nächsten Fehler. Okay, was hast du? 55, 35, 75? 75. Du könntest das schaffen. 75, komm. Wow. Ist das doch dasselbe Spiel? Ich werde sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was sagen. Okay. Du könntest hierher.
Probieren wir es. Komisch, von da oben triffst du schlechter wie davor. Dann würde ich sagen, wir lassen dich nachladen. Probierst du es halt doch mit 59, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schaffen, aber... Nein, nein, wäre ja zu schön gewesen. Also, ihr seht, den komme ich niemals ran. Da geht schon weiter. Dich lasse ich nachladen. Dich würde ich jetzt eigentlich gerne hier verschieben. Soll ich? Bisschen viel Verkehr auf einmal, aber erhöhte Position nachher. Das könnte klappen. Kannst du mir hier nachladen? Du könntest einen Feldposten machen, weil es doch plötzlich was auftaucht. Und du machst mir auch einen Feldposten. Oder du könntest... Nee, reicht ja nicht. Ich hätte ihn jetzt gerne hierher verschoben und dann von hier einen Feldposten gemacht. Dann hätte er die Position frei gemacht für ihn. Dann hätte er von oben schießen können. Oder ich könnte ihn hierher verschieben, halbe Deckung. Dann könnte er nach oben... Ja, weil halbe Deckung... Ich fühle mich nicht wohl in dieser halben Deckung. Nee, mach den Feldposten. Ah, wo kommt ihr denn her? Nein! Sag mal, wie... Okay, komm bitte. So viel Zeit genommen und so schlecht gezielt. Ist es ein Grafikfehler oder steht der tatsächlich plötzlich ohne Deckung da? Meld verloren. Nicht schön. Okay, du hast ein Ziel. Das hast du mit 20%. Das bringt ja gar nichts. Du hättest drei Ziele. Du hättest das mit 64. Nimm mir doch da bitte das mit 64. Und zwar versuch es mit einem kritischen Schuss. Getroffen. Ein Kompliment. Du hättest immer noch 20%. Warte es mir bitte noch. 43, 58, 58. Du siehst auch 25, 45, 45. Okay. Du könntest hier und hättest hier volle Deckung. Und erhöhtes Gebiet. Machen wir das. Du triffst komischerweise immer noch gleich schlecht. Obwohl du jetzt höher bist. Versuchen wir es trotzdem. Ich würde sagen. Hat sich das Spiel ver... Ist das Spiel sich selber verarschen? Ich habe das Gefühl, mir fliegt gleich eine Granate um die Ohren. Welcher ist am schlimmsten? Ich würde sagen, wir schalten den aus. Also wir probieren es. Wobei mal, wie viele Lebenspunkte hast du noch? Du hast noch zwei Lebenspunkte. Dann versuchen wir das mit der Pistole. Kannst du Munition sparen? Bitte. Triff. Ich bin gerade völlig erschlagen. Dass du nicht triffst von hier oben, dürfte klar sein. Also nicht unbedingt klar, aber... Könntest flankieren, aber wir wissen ja nicht, wo dieses Diskvieh ist. Soll ich dir einen Feldposten geben? Ich gebe einen Feldposten.
falls doch das Disk-Vieh plötzlich kommt. Das läuft alles viel zu gut, das heißt, irgendjemand stirbt jetzt. Kaum sag ich sie, das gibt's doch nicht. Einen kritischen Treffer. Von da. Am Scharfschützen. Das ist unglaublich. Das Spiel verarscht mich. Das ist unglaublich. Nachgeladen. Ah, das ist jetzt echt. Das ist jetzt wieder ein Witzel. Das ist wieder so ein Witz. Auf dem Weg. Das ist jetzt wieder nicht ernst zu nehmen. 40%. Machen wir einen Positionswechsel zwischen den beiden. Das ist wieder so nicht ernst zu nehmen. Nimmst mir den Feldposten. Naja, wir probieren. Ja, wobei drei Trefferpunkte. Nee, du hast die falsche Pistole. Das ist so nicht ernst zu nehmen, hey. Oder ich neble uns ein. Das nützt aber nichts. Nee, dann schmeißt sie eine Granate. Das kenne ich doch noch. Ach komm, probier's doch einfach. Nee. Schade. Und die treffen vermutlich jetzt tödlich. Der trifft schon mal nicht. Bitte du auch nicht. Hey, es hat doch jemand Feldposten gehabt. In Deckung. Es war kein Feldposten? Okay. Scharfschützen bitte. 64, 64. Ich würde sagen, der obere ist gefährlicher. Daneben. Du hast noch zwei Runden Zeit. So wie ich mein Glücksprinzip kenne, muss ich das diese Runde machen, denn ich werde vermutlich damit dem kritisch getroffen. Das heißt, ich stabilisiere jetzt. Ruhig bleiben. ...45% immer noch. Ich könnte jetzt aber hierher... Das macht aber keinen Unterschied. Komm. Bitte, 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 liebes System. Bitte, 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 bitte. Danke. Unglaublich. Nein, bitte nicht. Nein, nicht treffen. Puh. Ich weiß, dass es da drin noch ein Meld hat. Der ist mir aber wirklich egal. Ich bin nur hier raus. Müsste doch den eigentlich auch sehen. Immer noch mit 64%. Drei Trefferpunkte, das ist jetzt... Komm, bitte. Wie geht der daneben? Du hast den stabilisiert. Das heißt, jetzt dürftest du eigentlich wieder schießen. Machen wir den Höhenausgleich weg. Okay. Geh hierher. 46% ist jetzt nicht die Welt, ich weiß, aber vielleicht schaffst du es ja trotzdem. Du schaffst es? So viel dazu. Okay. Okay,
wir könnten es schaffen. Wir könnten es schaffen. Wir könnten es schaffen. Feldposten. Warum leuchtest du jetzt gelb? Oh, wow. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Bitte triff ihn, bitte triff ihn, bitte triff ihn, bitte triff ihn. Du triffst, bitte triff, treff, treff, treff. Und die Mission ist noch nicht fertig. Oh, wow. Drücke vor. Geh mir hierher. Ich hatte eigentlich gehofft, mit der Cyberdisk sei dann fertig. Der überlebt mit einem Trefferpunkte. Du hast immer noch eine volle Deckung. Dann bleiben wir doch bitte hier. Wo kommst du denn her? Sie treten den Rückzug an. Wow. Scharfschützen, siehst du ihn? 74%, ey, mach ihn kaputt, treff ihn, ich will hier raus. Und weg. Negativ. Waffe leer. Immer noch nicht fertig. Ich sehe den anderen Meld. Komm, ich gebe den Feldposten. Da dürft ihr eigentlich nichts rankommen, ohne dass du das siehst. Dann ziehen wir dich rüber. Nee, wir gehen sicher. Wie gesagt, jetzt geht's nur noch um die Sicherheit. Feldposten. Die Scharfschützen schon wieder leer geschossen. Ja, das war der andere Meld. Jetzt geht's eh um nichts mehr. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Und die nehme ich mir auch. Du kannst dich eigentlich eine Runde bewegen. Jetzt wird kaum was erwarten. Dann hier nachladen. Alles wieder im grünen Bereich. Und dann würde ich sagen, dich geben wir immer noch den Feldposten. Wir warten auf die Verstärkung. Die Verstärkung trifft ein in Form von dir. Du rennst mir hier in die Deckung. War das nur ein Zug? Dann machen wir den Feldposten. Mal schauen, ob sich jemand aus der Deckung traut. Der ist drin. Was war das für ein Geräusch? Mhm. Scharfschützen, du gehst mir. Scharfschützen brauche ich. Du gehst mir mal hierher. Das ist eine super sensationelle Position. Dann könntest du hierher. Ziel erfasst. Nein. Nicht jetzt. Trefferchance 50%. Soll ich es probieren? Wir probieren es. Sie dürfen uns solch eine Gelegenheit nicht entgehen lassen, Commander. Tun Sie bitte alles, um ein Exemplar dieser Alienart mit dem Pulsbogen zu betäuben. Mission erfüllt. Nicht jetzt. Verlorene XCOM-Einsatzkräfte 0. 0, 0, 0, 0. Getötete Aliens 10, ausgezeichnet. Verloren XCOM Einsatzkräfte 0, ausgezeichnet. Meld gesammelt 0. Ausgezeichnet. Nicht ausgezeichnet, mäßig. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich diese Mission mit keinem Verlust noch nach Hause bringe. Das ist wieder zwei Schwerverletzte, würde ich behaupten. Das ist
solche Missionen machen einen sprachlos. Also wirklich sprachlos, weil die sieht man so als unmöglich an. Und dann hat man doch komischerweise plötzlich enormes Trefferglück auf seiner Seite. Der Gegner aber zum Teil auch. Nur zum, er konnte wirklich niemand töten. Hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Soldat, Korporal, schwer verwundet, also Sturm und Schuss. Ja, nicht schön. Und du bist Korporal geworden. Du könntest Sprinter sein, 3 zusätzliche Felder oder Reflexschuss, auch bei gegnerischen Angriff, nicht nur bei Bewegen. Ich würde sagen, wir geben dir den Feuerschutz. Genau. Wie habe ich denn das überlebt hier? Schwer verwundet, 2 Stück. Neue Forschung verfügbar. Cyberdisk-Autopsie, Drohnen-Autopsie und ich bekomme 3 Schweberleichen. 3 Mutant-Leichen, Cyberdisk-Wrack, 2 Drohnen-Wracks, 33 Elirium, 76 Alien-Legion, 24 Waffenfragmente, ein UFO-Flugcomputer, eine UFO-Energiequelle und eine UFO-Flugcomputer beschädigt. Das heißt, wir gehen sofort kurz ins Lagezentrum. Wir suchen den Schwarzmarkt. Sonst vergesse ich das wieder. Wo ist er beschädigt? Da ist er beschädigt. Und dich werden wir gleich los. So. Dann ist das mit der Mission auch gewesen. Credits haben wir immer noch voll. Wir haben noch alle Möglichkeiten offen. Präzisionslaser sollte auch bereit sein. Die Kaserne mal kurz noch besuchen. Ganz, ganz kurz noch. Soldaten anzeigen. Ja, was soll ich denn hier noch sagen? Es ist doch unglaublich, wie viele Einsätze man hier zugeschossen bekommt. Ich muss schon wieder Soldaten anwerben. Oder Moment mal. Moment mal, Moment mal. Ereignisliste anzeigen? In 3 Tagen. Also es würde gar nicht schneller gehen. In dem Fall lassen wir das bleiben. Und würde ich behaupten, wir hoffen auf die Forschung und auf die Zeit und vor allem auf einen Moment Ruhe, damit ich meine Soldaten auch wieder mal aus dem Spital rausholen kann und die Rekruten eintreffen. Wir hören und sehen uns in der nächsten Episode, hoffe ich mal. Nicht mit so einem Einsatz wie jetzt und ich hoffe endlich mit mal ein bisschen Zeit. Das wäre so schön. In dem Sinne, auf bald wieder!